Hallo Inge! Ja, moin! Willkommen zurück zu 7 Days to Die! So, Inge, ich habe jetzt was vorbereitet. Ich habe hier 35 leere Gläser. Mit denen werde ich jetzt Wasser holen. Dann werden wir das Wasser abkochen, damit wir was zu sübbeln haben für den Blutmond. Denn es ist bald soweit. Es ist bald Blutmond! Kann ich gar nicht schlagen. Ja. Achso, warte mal, hier, wir sind doch Freunde. Ja, wir sind nur Freunde, wir sind Verbündete. Ja, schick mal. So, jetzt sehe ich dich. Du bist in meiner Gruppe, Inge. Forever together. So, jetzt wollen wir einmal Wasser holen hier. Was ein herrlicher Tag, Inge. Das dürfte ja leer sein, ne? Ja, ein leeres Vogelnest. Warum redest du so komisch? Na, ich bin doch Heinz. Und Heinz macht heute Blutmond. Oh, ich hab so einen Hunger, Inge. Mein Arm ist gebrochen. So, Inge. Ich hab jetzt mal 35 Wasser geholt, ne? Ich habe keine Ausdauer. Ach ja. Weil ich so einen Hunger habe, habe ich auch keine Ausdauer mehr. Hast du Bäume vor unserem Haus gepflanzt? Nope. War ich das? Wahrscheinlich. Okay. Konnte ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Erinnern? Ja, Inon. Kommt leider nicht hoch. Das ist ein Mega-Crush. Ist das Eis? Mega-Crush? Keine Ahnung. Ja. So, gekochtes Wasser. Da machen wir mal 35, Inge. Damit wir was zu sibbeln haben, ne? Wenn wir 35 Wasser haben, dann können wir nämlich auch mal hier, ne? Also. Möchtest du lieber Maisbrot oder brauchst du Kartoffeln? Keine Ahnung. Ich nehme mir mal zwei Kartoffeln und Maisbrot zum Frühstück, ja? Also Kevin und Tashi kommen anscheinend Samstag auch. Du bist durstig. Achso. Vergiss immer, dass wir aufnehmen, Mann. Jo, ist mir egal, das lasse ich jetzt drin. Nee, ehrlich. Nicht Inge. Jetzt muss ich erstmal was sippeln. Ja. Wird schon lustig, ne, Schatz? Jojo, Blutmond, der macht uns fertig, ey. Ja, nee. Hast du auch noch was anderes im Köppe? Nö. Gut. Ihr habt keinen Geburtstag. Du auch nicht. Du feierst nicht. Nee, stimmt, Samstag nicht. Du feierst nicht, sag ich. Nee, mein feier ich auch nicht. Ja, ist auch vernünftig so. Dafür den Samstag dann dein. Da wird auch nicht gefeiert. Ja, sicher. Du kannst mir Geschenke geben und dann gehst du wieder nach Hause. Die Leute kommen ja von daher. Ich kann da nichts hören. Ich hab eine Ladder auf den Kopf gekriegt. Oh, das tat weh. Ja, die können mir auch Geschenke geben und dann können sie wieder gehen, ne? Fade. Wer will sowas? Wunderbar. Haben wir hier eigentlich schon jetzt alle Stangen verdunkelt? Nee. Nee. Da hat die gute Inge geschlampt. Inge, ich hatte kein Holz mehr. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, wir brauchen auch noch für Spikes ein bisschen Holz, ne? Naja, war ja wieder klar, dass die alte hier alles klappt. Ach, das sind die gepflanzten Bäume? Ja, oh, aber die sind noch nicht gewachsen. Ach, du Heiliger. Was denn? Grünkohl. was ist denn, Inge? Guck mal auf den Berg, Junge. Wir sind schon jetzt am A. Auf den Berg? Da rechts vor der Gaststätte. Da. Oh Gott, ich komme rein. Ach du Schande. Ja. Bau unten zu, Inge. Bau unten ja, wie zu. Denn? Wie denn? Wir haben keine Spikes. Die kommen schon. Ja. Ich. gib mir ein bisschen. Ich hab Schweißausbrüche. Oh, warte, ich lass dir ein paar Pfeile drinne. Ich kann hier gar nichts zubauen. Das geht wegen der Tür nicht. Ja. Unten haben wir eine Tür?
Ja? Ach du Schande. Warte. Das geht nicht. Okay, wieso geht denn das bei dir und bei... Ey, halt! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Geh nach oben, hol dir einen Bogen aus der Kiste und ich hab dir Pfeile drin gelassen. Ich bleib oben. So. Ja, natürlich. Und dann schießt du durch die Gitter mit Pfeil und Bogen auf die Zombies. Ich kann das nicht. Was ist sind die denn? Wie geht das? Ich weiß nicht, wie das geht, Mann. Mit dem Bogen schießen? Ja. Linke Maustaste gedrückt halten, dann spannst du. Wo sind die Waffen? Bogen ist in eine Kiste. Oben links. Ja, oben links, ja, aber wo ist hier der Bogen? Ach, da. Oh, ich bin so langsam im Bogenschießen. Und wo sind die Pfeile? Auch da in der Kiste. Steinpfeile. 75. Was? Wir brauchen 75, mehr Pfeile. Wo sind Steinpfeile? 75? Oh, ich bin nervös. Ich kann nicht. Nein. Gerade. Ach, da. Ach, ich nehme mir mal ein paar hier. Die gucken mich hier an. Oh doch, hier vorne. Kommen? Hier vorne versuchen sie reinzukommen. Oha. Wo sind die Viechers? Oh. Wie muss ich das machen? Linke Maustaste gedrückt halten, dann spannst du. Und loslassen ist dann schießen. Yo! Inge, was wollen die hier? Ist das so eine Art kleiner Test für den Blutmond? Big Mama? Ja, die habe ich auch gerade. Er kommt hier. Der macht hier meine Säule kaputt. Oh. Scheiße. Oha. Wieso stirbt sie nicht? Man müsste vielleicht auf den Kopf schießen. Tot. Alle tot? Ja, die Musik ist doch entspannter. Ah, wenn du rechte Maustaste gedrückt hältst, kannst du noch genauer zielen. Ich hab immer getroffen, bis auf einmal. Das hätte mir mal einer sagen müssen. Wir sind so am Arsch. Meinst du? Wir haben uns gut geschlagen. Nee, das waren nur ein paar People und ich bin schon innerlich zerrissen. Ich bin total aufgewühlt. So, ich mach mal hier den Eingang wieder frei. Ich glaube, links und rechts die Säule lasse ich erstmal stehen, bis der Blutmond vorbei ist. Und so. Gab es denn ein bisschen Loot? Au. Ich stehe in mein Stacheldraht. Ah, das ist ja doof. Steinpfeil-Munition. Schrotflinten-Munition. Ja, schade, dass wir keine Schrotflinte haben. Aber ich habe noch eine Stufe 3 Schaufel für dich. Wie mehr gab's nicht. Das bisschen, das war alles. Ein Lootbeutel. Was cool war, ist, die meisten haben gar nicht versucht, hier hochzukommen. Auch Eisen, ey. Ja, achso. Nicht versucht, aber erstmal sind die hier reingekommen. Ja, die sind halt aufs Grundstück, ne? Das war ein bisschen doof. Eine läuft da noch ein bisschen verwirrt. Ah, jetzt habe ich keine Steine für die Säule. Alter, hat der Damage gemacht. Hallo? Achso, die... war nicht kaputt. Ja. Gut. Okay. Ich mach mal noch ein paar Spikes, wa? Spikes. Spikes. So, hier sind wir soweit rum. Also ich hatte gerade dezent Schweißausbrüche und ein bisschen Angst. Ich habe auf falsche Tasten gedrückt hier aus Versehen. Ah, das war doch noch ganz entspannt. Das war echt so eine kleine Vorhut, ne? Die haben getestet, wie krass wir sind. Die haben erstmal alles kaputt gemacht und da ist noch einer, ey. Haben wir nicht noch Spikes in der Kiste? Egal, ich mach mal 30. So. Vielleicht müssten wir unten mal zumachen. Wir müssen auch mehr Pfeile machen, habe ich das Gefühl. Wie macht man die? Mit Holz und Stein. Ja.
Wie produziert man die denn? Genau. So, gut, dass ich das so gut erklärt habe. Ach ja, Feder brauchen wir auch. Ich hab selber. So. Ich hole jetzt mal ein bisschen Stein, solange wie die Spikes bauen. Jetzt gehe ich da raus und jetzt gehe ich da rein. Fertige, wie viel fertige ich denn mal? Oh, so ein Pär, ne? Ist ja alles Erde hier. Wenn wir hier ein bisschen Berg abtragen. Ich meine, dann haben wir zumindest Lehm, ist auch gut. So, du machst jetzt Pfeile, oder was? Ja, habe ich 60 Stück. Okay. Also ich dachte, hier ist Stein unter der Erde, aber irgendwie habe ich hier nur Erde. Also Lehm. Na gut, das wird, glaube ich, eine Weile dauern. Stein finde ich hier nicht. Aber ich weiß, wo noch ein Stein ist. Ich gehe da gleich mal hin. Ja. Dann noch einmal hier abbauen. Hier noch eine Stufe reinmachen. So. Ja, also auf jeden Fall müssen wir noch Spikes platzieren unten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Spikes. Und vielleicht noch ein bisschen Eisenzauns. Ja, okay. Was ist das für ein Geräusch? Warum machst du das? Warum nicht? Weil es kann, Junge. Verstehst du das nicht? Nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Oh, jetzt habe ich hier die alle bei mir drin, die Pfeile. Aua, warte mal. Ach, Mann, leck nur Mio hier. Ich komme hier nicht klar mit dieser blöden Technik, ey. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Wo sind wir jetzt, ey? Ach, da. Ich habe schon wieder Hunger, sagt er. Es wäre jetzt geil, wenn hier so ein Reh wäre, was man erlegen könnte. Oh. Wie viele Pfeile soll ich machen? Im Lager haben wir jetzt 84. 84 im Lager. Mach mal noch 116, wenn es geht. Noch dazu? Hm? Noch 116 dazu. Dann haben wir 100 Pfeile pro Person und ein bisschen Munition für die Waffen haben wir ja auch. Wenn ich da genug Materialien finde, habe, dann mache ich das doch gerne, Herr Willis. Das ist super nett. Dankeschön, Inge. Ruhig. Wieso? Hast du was gehört? Nein. Ich sehe nichts. Ruhig, nicht ruhig. Ruhig? Buig. Was heißt denn Buig? Achso, Inge Buig, ja. Oh Gott, ey. Hilfe. Ah. So, Hilfe! Ingeborg! Help me und help me und help me. Help me on fire, my life in desire. My life, it's my life. Kennst du irgend so ein Gefängnislied, wo man Steine klopft? Hm? Also, so irgend so ein Knastlied, was die Knackis singen, damit sie gute Laune haben, wenn sie Steine kloppen. Hm? Gibt's sowas überhaupt? Meinst du, Knackis haben gute Laune beim Steine kloppen? Wieso geht das jetzt nicht? Was kann ich, gibt's das heute überhaupt noch? Also im richtigen Gefängnis bestimmt, aber in Deutschland? Bestimmt nicht, ne? Was weiß ich denn? Oh, diese Ausdauer.
Inge. Wieso kann ich denn das hier... Hä? Wieso kann ich die jetzt nicht herstellen? Fehlt dir was? Ja, eigentlich Stein, Feder, Holz. Auch in ausreichender Menge? Ja, anscheinend. Ja, ich habe 250 Federn, 1080 Holz und 130 Stein. Sollte ja wohl reichen, aber... Ja, könnte. So, wo habe ich denn meine leeren Gläser? Hier Stück. Ein herrlicher Tag ohne Untote, oder? So. Ich habe schon mal viermal trübes Wasser geholt. Das können wir auch noch abkochen. Oh, meine Spitzhacke ist gleich hinüber. Egal. So, den haben wir schon angefangen. Krieg ich nur einen abgebaut hier? Ja. Oh ja. Oh ja, sagt er. Jetzt ist kaputt. Ach gut, warum kann ich denn jetzt... Oder habe ich genug Pfeile? Und den haben wir angefangen, den mache ich noch fertig. Ich guck mal eben was. Nee, das geht ja, dann nehmen wir da mal ein. So. Und zack. Ich komme erstmal nach Hause, ne? Nee, kann ich nicht herstellen. Hä? Ach ja, ich habe ja Hunger. Oh. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht machen kann. Vielleicht haben wir genug im Lager? Nee. Ist dein Inventar voll? Wir haben 84. Nein. Insgesamt 106 Pfeile. Ach nee, warte mal. Insgesamt 129 Pfeile. So, und jetzt nehme ich mir mal ein paar raus schon. 64. Sind noch 65, aber... Kannst du mir ja gleich mal die Utensilien dafür geben? So, ich habe jetzt nochmal 593 Stein, 221 Lehm. Machen wir Hälfte, Hälfte hier. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Ein feines Stein hier im Bogen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Patrick. Ich weiß es nicht. Verstehst du's? Ich hab immer Angst, wenn ich den, Hast du dir Wasser rausgenommen? Nee. Ach so, hier ist kein Feuerholz mehr drin. Wieso hab ich kein Holz? Du hast nie Holz in deinem Lager da, in deinem Feuer-Dingsbums. Wie heißt das? Lagerfeuer. So. Was haben wir denn da? 3 Minuten. So. Cool, den Rest will ich hier noch ein bisschen was einschmissen. Mann, Dicky, geh doch mal weg hier. Hallo, meinst du mich oder was? Nein, würde ich nie sagen. Hab ich ihn jetzt hier in der Hand? Hä? Achso, doch, da. Ich habe ja mein Holz hier. Ah. Hä? Wieso habe ich denn die Pfeile in der Tüte? Hä? Schatz, guck mal. Warte, ich komme. Warum habe ich die jetzt im Beutel? Das einer 5 Sekunden? Jo. Achso, weil ich die jetzt lager wahrscheinlich, ne? Dein Inventar ist doch... Drück mal die Tab-Taste. Welche Tab... Ja, ich bin nicht voll... Ach so, ja, denn du hast den Gürtel gehabt, schon. Oh, Puris! Ich wollte gerade sagen, was fährt denn hier für ein Hubschrauber? Da hinten. Ja, warte, hier sind auch schon wieder welche. Warte, ich habe noch was für dich. Nee, ich habe keine Zeit. Doch? Nein. Nee, eben nicht.
Muss mich um Madame da unten kümmern. Aber das ist ja nur eine. Und? Die macht den ganzen Zaun kaputt. Toll, jetzt habe ich einen Pfeil gespannt. Ja und? Ich hätte es doch wegscrollen können. Hier ist doch noch irgendwo eine. Nein, hier war nur eine. Die war vorhin hier am Berg. Wir müssen den hier, Zaun warte, mal machen. Ja, ja. Warte, ich will dir erst was geben. Bitteschön. Spaten. Eine Stufe 3 Schaufel. Damit kannst du schneller und besser abbauen. So. Jetzt habe ich hier keinen Stein. Was ist jetzt mit dem Zaun? Können wir doch gleich machen. Und wieso kann ich denn jetzt keine Pfeile machen? Das kann ich dir nicht sagen, leider. Hey, jetzt kann... Komm, oder was? So, Reparaturkit. Achso, die kann ich ja nur so machen. Aus Eisen und Klebeband. So. So. Und... Oh, ich kann nur 5 machen. Bleib bei 5. Reparaturkit. So. Kommt hier nochmal die Hälfte vom Wasser rein. Das ist auch fertig. So, da haben wir noch die Kartoffel drin. Dann können wir jetzt nochmal machen gekochtes Ei. Und in dem hier machen wir nochmal... Was kostet denn weniger? Machen wir hier gegrilltes Fleisch. 3. Gut, Spikes habe ich in Tasche. Mal gucken, ob das reicht überhaupt. Oh, ich bin so skeptisch. Wir haben, glaube ich, noch Spikes gehabt hier auf Lager. Weiß nicht. Muss. Aber wo? Da, 64. Geilo. Das wollte ich ja nun nicht eigentlich, ne? Aber naja, jetzt haben wir es gemacht. Ja, einmal die Säule ein bisschen schützen. So. Ja, die werden hier überall. Ich habe schon wieder so einen Hunger. Achso, ich kann da nicht dichter dran, weil das ein Block ist. Aber dann ergibt das auch so keinen Sinn, oder? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da reinlaufen? Hüpp. Nee. Wieso geht denn das nicht? Jetzt bin ich im Weg. Lalala. So, jetzt haben wir 150 Pfeile, die ich noch gemacht habe. Das ist gut. Jetzt haben wir insgesamt dann, wenn ich ein paar noch rüberpacke. So. Da ist dieser Zaun im Weg, oder bin...
Ach so, weil ich mit denen ganz rangegangen bin. Also 187 Pfeile haben wir jetzt. Und ich habe noch welche von bei mir. Hab kein Eisen auf Tasche. Oh, Cash. Kann losschießen. Egal. Kann ja. Oh, und das am besten. Hier würde ich ja noch zumachen, ne? So, 1, 2, 3. Sind das hier 5? Und hier haben wir denn 5, 6. 6, 5, 11, 3. Na gut. Ah! Na gut. Au. So. Ausschalten. Wir müssen Feuer sparen. So, der hat schon richtig Hunger hier, der Boy. Und nochmal 4 Wasser. Obwohl, erstmal essen, ne? Schön. Ich hab ein bisschen Angst irgendwie. Wovor? Vor dem Blutmond. Kann ich das anziehen? Nein. Was auch immer du vorhast, nein. Hier war zu futtern. Nee. Dann haben wir hier noch den Speer. Da schmilzt das ein, dann setzen wir den oder rein. So. Wunderbärchen! Ja. Wichtig, dass wir uns auf den Blutmond vorbereiten, ne? Machst du doch schon mal, ne? Wir sollten uns nicht auf andere Sachen konzentrieren. Was machst du denn da jetzt? Gar nichts. Bereite mich auf den Blutmond vor. Reißt du das wieder ab? Nee, das Dach. Wo denn? Nur hier so, die alles verschräg ist. Nehme ich gerade weg. Inge, du bist so fleißig. Immer am Dach hacken. Ja. Ich hab nicht genug Ausdauer, Alter. Hörst du, wie männlich ich die Axt schwinge? Ja, wie ein männlicher Mann. Wie ein männlicher Mann. Mhm. Mit Vollbart. Ja. So. Herrlich, ehrlich. Alles, was schräg ist. Ja. Oh. Genau, alles was schräg ist, will ich abreißen. Oh, du bist so stark. Komm ich mit meinem männlichen Geschrei hier gar nicht gegen an. Dann ist es wohl nicht männlich. Na, da war wohl einer müde, wes? Ja. Der Zombie schläft ganz schön lange. Hm. Der hat sich da vorm Zaun schlafen gelegt, ist nicht wieder aufgestanden. Hm. Alter. Ich habe männlich meiner Frau geholfen. Hm. Inge. Ruhig. Deine Axt ist kaputt, Inge.
Macht nichts. Du musst mal ein bisschen ordentlicher mit deinem Werkzeug umgehen. Habe ich dir nicht aus Spaß gekauft? Ich mach das mir selber, Alter. Du machst es dir selber? Ja. Inge! Doch nicht von den Kindern. So, was ist jetzt hier noch schräg? Das hier. Da-di-da-da. So. Das haben wir getan. Soweit, das haben wir da. Den falschen weggekloppt. Warum? Nee, ich hab irgendwie gedacht, das wäre das gewesen. So. Da komme ich jetzt nicht rüber. Ja, meine Ausdauer, wenn das so nachher ist, dann Happy Birthday. Ja. Wir haben ja noch ein klein bisschen Zeit. Ich glaube, wir schaffen von der Folge her erst in der übernächsten Folge den Blutmond. Aua! Hier hat einer das Dach kaputt gemacht. Gehen wir noch ein Stücken höher. So. Du bist echt mit der kleinen Axt fast genauso lange unterwegs wie ich mit der großen, ne? Deswegen sag ich, ich finde die kleine voll gut. Ich finde die nicht so. Ja, weil die auch mit der Ausdauer besser mitgeht. Die geht halt nur schneller hinüber. Deswegen obwohl die große. Ich das drei. Die große geht auch schnell kaputt, finde ich. Ne, die große ist schon stärker, doch. Ist schon bedeutend stärker. Ja! Inge, beides Blutmond. Inge! Inge, beides Blutmond! Oi, jetzt habe ich weggeguckt. Lässt mich aber nicht beim Blutmond hängen, oder Inge? Doch, ich verkriech mich. Bin sauer. Man hört, wie sauer ich bin. Weil du gesagt hast, du verkriechst dich. Gleich geschafft. Ja. Wir sind gleich durch. Du bist schon durch. Hey, lass das heile. Was denn? Wo ich draufstehe? Sag mal. Das ist doch nicht schräg. Das willst du auch weg haben, oder was? Ja. Damit wir hier eine Etage setzen können. Okay. Wunderbar. Du stehst in der Luft. Und jetzt? So. Bloß nicht die Leiter weghauen jetzt. Was ist denn das? Was? Ah! Hier ist ja auch schräg. Der äußerste Rand. Ah. Und? Da kommen die doch nicht hoch. Die Leiter schwebt. Ja, du schwebst auch, da kommen die doch nicht hoch. Wieso bauen wir keine schwebende Basis? Ja, er sagt, konzentrieren auf das, was wichtig ist. Und er schwebt hier durch die Gegend. Das ist doch voll genial. Wieso machen wir das nicht als Basis? Ich meine, die kämen ja nicht zu uns. Achso, der hat ja den... Doch. Kannst du anbauen. Wir können rein theoretisch eine schwebende Basis bauen. Da
Das ist ja geil. Du hast Steine? Alles. Level 8. Warte, warte, warte. Was wertest du auf? Stopp. Die Dinger hier. Achso, über mir, ja? Da hinten. Gut, weil ich wollte hier nochmal eine Reihe gleich wegnehmen. Ich will das schräge Holz weg haben. Das sieht sonst doof aus, wenn wir bauen. Hä, was willst du wegmachen? Noch diese innere Reihe hier. Achso, nö, ich mache ja hier die Dinger weg. Ich hoffe, dass unser Essen reicht. Wir haben es 15 Uhr. Mein Magen knurrt und ich bin schon rot. So, 15 Uhr. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Nächste Folge geht es weiter und vielleicht soll ich jetzt hier runterkommen, ohne mich Folge in den Blutmond. Oder übernächste Folge. Kannst runterspringen, passiert nichts. Oder in der übernächsten Folge. Ja, müssen wir mal schauen. Wir haben ja jetzt sehr lange Folgen dabei gehabt. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Wird spannend. Sage ich jedes Mal wieder. Wird spannend. Schaffen wir die Horde oder schaffen wir sie nicht? Das erfahrt ihr in der nächsten oder übernächsten Folge. Deswegen beide bloß angucken. Bis zum Schluss. Bis dann, mach's gut. Ciao.